Intum S. Das Thema, was wir jetzt haben, sind die Traktionsbatterien. Auch eine der Fragen, die häufig an mich herangetragen wird, wo es dann immer heißt, Herr Huber, wie lange halten eigentlich die Batterien? Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich will es mal versuchen, mich da so ein Stück weit anzunähern. Was wir hier haben, sind zwei Stück Rollstuhlbatterien, jede 12 Volt, zusammen 24 Volt, die also die komplette Power für den Wagen bringen. Ziel der Entwicklung war einfach, die Batterien mit in diesem 1x1-Meter-Modul unterzubringen. Das war das Hauptaugenmerk. Und das haben wir jetzt hier geschafft. Insofern haben wir eine sehr kompakte Basiseinheit, wo die Batterien integriert sind. Alles hat natürlich seine Grenzen. Die Grenzen bei diesen Batterien liegen da, wo man sagt, was passiert denn, wenn ich den Wagen jetzt in höchster Geschwindigkeit mit der höchsten zulässigen Beladung